Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Im letzten Part haben wir hier hinten den kompletten Keller abgeschlossen, alle Sterne eingesammelt und nun sind wir stehen geblieben vor dem zweiten Bowser, den wir jetzt besiegen werden. Denn bevor wir dort hinten in das Portal die weiteren Sterne einsammeln können, müssen wir tatsächlich erst den zweiten Bowser besiegen. Und das machen wir jetzt. Los geht's. Und ja, man sieht es schon, der zweite Bowser befindet sich in einer, ja, quasi Lava-Welt. Aber die hatten wir ja schon mal durchgenommen, die Lava-Lagune. Oh, und das Leben sammeln wir doch mal schnell ein. So, und wieder schnell zurück auf die Plattform. Hier musste man auch ausweichen, ansonsten wird man nicht in die Lava kommen. So, jetzt wieder zurück. Alles klar. Auch wie hier, auch beziehungsweise wie auch beim ersten Bowser schon, muss man hier auch rote Münzen einsammeln. 8 an der Zahl. Dort befinden sich schon die erste. Nummer 1. Da sehe ich schon die zweite. Boah. Ich schaffe es einfach nicht, ordentlich diesen Weitsprung zu machen. Immer bekomme ich diese Schaffattacke los. So, und ja, ich versuche dieses Mal, dass der Part etwas interessanter wird als der letzte. Ich weiß, dass ich an der einen Stelle in der Pyramide ein bisschen mich doof angestellt habe, wie ich finde, im Nachhinein betrachtet. Und naja, so ein kleiner Ausrutscher, den muss man mir mal verzeihen. So, hier ist so rote Münze Nummer 3. Und die vierte befindet sich hier unten, also noch nicht mit dem Lift fahren. Ich sagte noch nicht. Ja. Sondern runterfallen und die Münze holen. Nein, also der Lift muss erst nach oben fahren. So dass man dann an die Münze rankommt. Jetzt nochmal Lift aktivieren und die Münze einsammeln. Und nicht von dem Bulli in die Lava gestoßen werden. So. Jetzt weiter geht's. Dann mit dem Lift nach oben. Oh nein. Ah, jetzt habe ich ein bisschen rumgespielt, aber eigentlich, Moment, das muss ich mal kurz gucken. Glaube ich, kann man auch, genau, ganz einfach mit den Wandsprüngen hier oben gelangen. Ich glaube, die fünfte rote Münze ist dort oben. Genau. Das wäre diese da. Die kann man eigentlich auch abkürzen. Man muss sich unbedingt da hangeln, um die Münzen zu holen und um weiterzukommen. So. Ich glaube, hier ist Münze Nummer 8. Ne, 5. Ne, 6 schon. Boah, ich kann nicht zählen. So, und bei einem sonst zählt er uns weg. Ja. So, bewegt sich hoch und runter. Ich glaube schon Lebensmann, oder? Ne, verdammt. Auch obwohl wir schon 41 Münzen haben, 100 Münzen gibt es gebaut, oder? Ich glaube, das habe ich noch nicht erwähnt. Nur in den regulären Kursen bzw. Levels gibt es die 100 Münzen, den 100 Münzen Stern. So, Münze Nummer 7. Und die 8. befindet sich, glaube ich, so fast am Ende. Und zack. Genau, ich habe sie schon gesehen. Und rote Münze Nummer 8. Und da ist schon unser Stern. Eine ungewünschte Position für den Stern. Ich finde, man muss hier ganz nach unten gehen. Aber was soll's? Stern Nummer 68. Alles klar. Gucken wir nur mal, was hier drin ist. Da ist, glaube ich, ein Leben drin. Jawohl, das nehmen wir doch mit. Das ist ein Leben. Und auf geht's zu Bowser. Juhu! Was willst du denn schon wieder? Du bist ja lästiger als ein Schwarm Stubenfliegen. Gerade jetzt, als mir die ganze Sache so viel Spaß machte. Aber, wenn du schon mal hier bist,
gib mir die Powersterne zurück. Meine Truppen können sie besser gebrauchen als du. Ja, und Bowser hat eine neue Fähigkeit, indem er hochspringt, können wir ganz leicht in die Lava unten stürzen. Und ich glaube, ja, das bedeutet für uns den Tod. Aber wie auch beim ersten Bowser ist, finde ich schwer zu besiegen. Den Schwanz packen. Einmal um die eigene Achse zu drehen und... Zack. Gegen die Bombe geschleudert. Wah, du hast schon wieder gewonnen. Hat mich etwa die Kraft der Sterne verlassen? Betrachte diesen Kampf als unentschieden. Das nächste Mal bin ich besser vorbereitet. Ich warte am höchsten Punkt des Schlosses auf dich. Dort werden wir sehen, wer stärker ist. Ja, er prophezeit uns quasi schon den absoluten Endkampf in Super Mario 64. Aber so weit sind wir noch nicht. So, unser zweiter Schlüssel. Bowsers Lavasee. So, und den Schlüssel können wir für das Dachgeschoss, beziehungsweise für den dritten Stock, verwenden. Aber bevor wir da hingehen, schließen wir auch hier den Kurs ab. Los geht's. Wilde Wasserwerft mit Stern Nummer 2. Öffne die Truhen. Oh, und jetzt muss ich mich doch korrigieren. Ich dachte, die Rote Münzen-Mission wäre die zweite Aufgabe. Man muss den Bowser besiegen, um die Rote Münzen-Mission zu schaffen. Vorher geht das leider nicht. Naja, so haben wir das eben schon vorher erledigt. Okay, hier müssen wir wieder die Truhen öffnen. Schon, wenn wir die richtigen Reihenfolge herauskriegen. Wie schon bereits in der anderen... dem anderen Wasserkurs, wo ich jetzt den Namen wieder vergessen habe. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, hier mit der Kiste fängt es an. Jawohl, Kiste Nummer 1. Komm schon. Gib mir die Luftblase. Gib mir sie. So, dann kriegen wir wieder Luft. So, dann müsste das Kiste Nummer 2 sein. Und hier muss man extremst aufpassen. Der Strudel, der zieht euch zu sich. Und dann ist man sofort tot. So, man sieht nur drei Kisten. Ich glaube, die sind. Oh, nein, 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 nein! Ja, wie gesagt, durch den Strudel stirbt man sofort. Jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Na gut. Ein zweiter Versuch. Öffne die Truhen. Jo, los geht's. Ich habe mich schon gewundert. Das kann doch nicht sein, dass das die einzigen Kisten sind. Na gut, dann starten wir einfach nochmal. Diesmal erwischt mich dieser Strudel nicht. So, Kiste Nummer 1. Oder Truhe, je nachdem. Truhe Nummer 2. Nein! Ist ein bisschen hakelig. Besonders hat, wie gesagt, dass der Strudel euch anzieht. So, jetzt aber Truhe Nummer 2. Dann schwimmen wir einfach mal auf diese Art und Weise weiter. Und jawohl, das müsste dann Truhe Nummer 4 sein. Nummer 3 meine ich. So. Aber bevor ich mich vertue, schwimmen wir doch nochmal weiter. Ich habe jetzt... Ah ja, genau. Das war's. Das war die letzte. Oh. Und jetzt fliegen wir zur Truhe Nummer 4. Die, wie ich finde, nicht so einfach zu erreichen ist, weil sie sich ganz in der Nähe des Strudels befindet. Ach, da ist sie ja schon. Ich war vorbeigeschwommen. So. Und, so, Truhe Nummer 4. Und jetzt schwimmen wir ganz schnell wieder weg. Bevor wir wieder in den Strudel gelangen und den Stern einfach so da lassen. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Stern Nummer 2. So, speichern und weiter. Alles klar. Ich glaube, jetzt kommen wir zu der Roten Münzen-Mission. Wofür wir den zweiten Bowser erstmal besiegen müssen, damit wir sie machen können. Ja, Stern Nummer 3. Springe zu den roten Münzen. Los geht's. Dann müssen wir wieder durch dieses kleine Schlupfloch hier schwimmen. Um auf die andere Seite zu gelangen. Eben da, wo Bowsers U-Boot sich befindet.
Das jetzt allerdings nicht mehr da ist. Das ist auch, ja, das ist eigentlich der Grund, warum man diese dritte Mission der dritten Stelle nicht holen kann. Man muss erst den Bowser besiegen, damit er quasi mit dem UFO türmen kann. Weil ansonsten befinden sich diese fahrbaren Stangen nicht, die ihr gleich sehen werdet. Wodurch man die roten Münzen nur erreichen kann. Da oben, die meine ich. Ja, wie ihr sehen könnt, das U-Boot ist weg. Er ist bestimmt durch dieses Loch da getürmt. Wenn wir dort reinschwimmen, kommen wir zum Anfang des Schlosses wieder. Das werde ich euch auch mal zeigen. Entweder jetzt in dem Part oder in den anderen, mal sehen. Okay. Jetzt sind wir wieder nach oben gelangt. Na komm schon. Ah, das ist immer total hakelig, aus dem Wasser zu kommen, wie ich finde. So, egal. Wie gesagt, hier nach oben. Na komm schon. Ich wollte eigentlich so einen Seitsprung machen, aber das hat nicht geklappt. Ich dachte eigentlich, da wäre eine so direkte Verbindung rein. Na egal, nochmal. So. Dann eben. Mit einem Rückwärtssalto. Tut mir leid, Leute. Ich will es ein bisschen mit Stil machen, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Okay, genug Spielerei. Oh, und ich sehe gerade, ich bin falsch. Ach du Schande. Nein. Wir müssen dort hinten hoch. Da würde es auch gehen, aber... Uah. Hier ist es doch deutlich einfacher. Okay, jetzt aber. Rote Münze Nummer 1. Befinden sich die anderen. Ja, wie gesagt, diese getigerten Streifen, diese gelb-schwarzen Streifen, die existieren tatsächlich noch nicht, wenn sich das U-Boot hier noch befindet. Deswegen den zweiten Boss besiegen, bevor man erst weiterspielen kann. In diesem Level zumindest. So. Weiter. Okay. Eieiei, was war das denn eben für eine Aktion schon wieder? Und dabei habe ich versprochen, dass es diesmal nicht so schlecht wird und ich nicht so viel rumexperimentieren werde. Naja, egal. Jetzt geht es ja auf jeden Fall weiter. Und diese rote Münzenmission ist tatsächlich ein bisschen langatmig. Weil, ja, man sieht es schon, warten, bis man zu den anderen Enden gelangt. Nein! Puh. So. Fast wieder runtergefallen. Das verstehe ich. Seht ihr da hinten den Stern? Das war der Stern mit Bowsers U-Boot. Und wie zum Teufel soll man den jetzt erreichen können? Vielleicht hiervon abspringen, aber... Das finde ich ein bisschen schlecht gelöst, weil auch wenn man jetzt den ersten Münzenstern, ich meine den ersten Stern dieses Kurses auswählt, ist das U-Boot dennoch verschwunden. Somit könnte man aus Jux diese Mission bzw. diesen Stern nicht nochmal holen, wie es eigentlich gedacht war, mit Bowsers U-Boot. Aber naja, wie dem auch sei. Das sind die drei letzten Münzen. Dann haben wir es endlich geschafft. So, komm her. Dankeschön. Okay. Das wäre rote Münze Nummer 6. Müssen wir mit einem gekonnten Sprung. Jawohl, da gelang. Und die zwei letzten. 7 und rote Münze Nummer 8. Und der Stern und da hinten. Da würde ich einfach sagen, um ein bisschen Zeit zu sparen, schwimmen wir dorthin. Also wieder an den Anfang. Ich denke, das geht etwas leichter und schneller, als wieder auf die Stangen gleich dazu warten. So. Und diesmal mache ich es richtig und gehe hier die Treppe hoch. So.
Mal wieder eine schwere Geburt, aber was soll's. Damit hätten wir unseren 70. Stern. Wahnsinn. Wir kommen ganz nah an dem Ende nah. Du hast 70 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du das Geheimnis der endlosen Treppe lüften. Begib dich zum finalen Duell mit Bowser. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt wahnsinnig weit schon gekommen. Aber bevor wir zum finalen Bowser gehen, würde ich sagen, sammeln wir erstmal alle anderen Sterne ein. Und es geht weiter mit Stern Nummer 4. Schwimme durch die Ringe. Und damit sind die... Man hat es vielleicht schon gesehen, die Ringe von diesem Rochen hier gemeint. Durch all seine Ringe müssen wir schwimmen. So, und los starten wir. Vier Stück, glaube ich. 1, 2, 3, 4. Ja. Na. Das war, glaube ich, ein bisschen zu schnell. 2. Hey! Ich schwimme doch da durch. Dann eben nochmal. So. Ah. Na kommt. Leute, ich würde sagen, wir nehmen ein bisschen Anlauf. Und schwimmen dann durch die Ringe. So, jetzt aber. 1, 2, 3, 4 und 5. Na gut, dann sind es eben 5 Sterne. Und jetzt vorsichtig, nicht dass wir... Jawohl, Stern Nummer 71. Der ging doch recht flott. Folge dem Fisch. Folge dem Fisch? Oh. Alles klar. Da habe ich dann doch wiederum die falsche Aufgabe zuerst gelöst. Schwimme durch die Ringe. Folge dem Fisch. Na gut, das war Stern Nummer 5. Folge dem Fisch. Stern Nummer 4. Schwimme durch die Ringe. Jetzt muss ich aber selbst überlegen, was das war. Ah, ich erinnere mich. Okay. Das ist wieder eine Ringmission. Und zwar nicht bei diesem Rochen oder Fisch, wie es in der Aufgabenbeschreibung heißt, sondern wir müssen wieder nach hinten schwimmen. Und zu dem, wie nennt man das, zu dieser Fontäne, wo dieser Widerstand kommt durch das Wasser, wo wir nicht sofort den Stern nehmen können. Da vorne, das meinte ich. Man sieht schon, da befindet sich auch Ringe. Und die ist, glaube ich, etwas schneller zu lösen. So, und los geht's. Schwimme durch alle Ringe. 2, 3, 4 und. Jetzt hat uns der Stoß etwas noch zur Seite geschoben. So, und nochmal. Runter, Mario. 1, 2. Na komm schon. 1, 2. Ah, das ist ein bisschen hakelig immer. So, versuchen wir es nochmal. Okay. Ein bisschen nach unten. Los geht's, Mario. 1, 2, 3, 4 und 5. Jawohl. Und dort befindet sich der Stern. Vielleicht erwische ich den auch so, wenn ich... Nein. Diesmal experimentiere ich nicht. Dazu holen wir uns einfach die Metallkappe. Oder die Titankappe, wenn man es richtig ausspricht. Und ja, wem dem einen oder anderen die Mission ähnlich vorkommt, ganz klar. Die Mission hatten wir schon mal gehabt. Genau, bei dem anderen Wasserlevel. Beutebucht oder so hieß, glaube ich. So. Und damit hätten wir nun endlich einen richtigen Stern genommen. Und unser 72. Stern. Mann. Schwimme durch die Ringe, jetzt aber. Speichern und weiter. Alles klar. Und weiter geht's. Mit einem gekonnten Kopfsprung. Mit Stern Nummer 6. Vereine die Mützen. Ja, und das ist sehr interessant. Das ist tatsächlich die einzige Mission, beziehungsweise der einzige Kurs,
bei dem man sowohl die Titankappe als auch die, es fehlt mir der Wort, die Unsichtbarkeitskappe verbinden kann. Also wo man zwei Mützen miteinander verbinden kann. In allen anderen Kursen kann man die Kappen tatsächlich nur einzeln aufsammeln. Na, was mache ich denn hier schon wieder? Und die Federkappe, die rote Kappe, die kann man auch nur einzeln tragen. Wo man hier die rote, grüne und die blaue zusammenfügen kann, kann man die rote mit keiner anderen kombinieren. Nur so als Nebeninformation. Okay, los geht's. Kombinieren wir blau. Okay. Mit grün. Da müssen wir hier nach unten. Und um ehrlich zu sein, die Aufgabe heißt zwar vereinen die Mützen, sodass wir beide Mützen aufsetzen müssen. Aber eigentlich glaube ich, es würde auch reichen, wenn wir nur die blaue Mütze holen. Denn wir müssen tatsächlich nur hier durch und den Stern einsammeln. Das war's schon. Ich glaube, da hätte auch die blaue Kappe gereicht. Naja, wie dem auch sei. So, damit hätten wir alle Sterne in diesem Kurs eingesammelt. Fehlt uns nur noch, ihr wisst es schon, der 100-Münzen-Stern. Alles klar. Das bedeutet für euch einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns bei den letzten Münzen wieder. Bis gleich. So, wir holen uns unsere letzten Münzen. Die sind hier unten. Genau hier. 99 und 100. Aber wenn wir schon mal dabei sind, dann holen wir uns auch den restlichen Münzen. So, damit kommen wir auf 106. Und ich glaube, das sind sogar alle Münzen, die man hier im Kurs findet. 106. Also, mehr habe ich tatsächlich nicht gefunden. So, damit hätten wir 74 Sterne und diesen Kurs komplett. Aber anstatt, dass ich jetzt einfach auf Kurs verlassen drücke, zeige ich euch, was passiert, wenn man durch das Loch hier schwimmt. Von dem man regelrecht angesaugt wird. Also, ich zeige euch das mal. Ich drehe mich jetzt um und schwimme in die andere Richtung schwimmen. Und es funktioniert nicht. Und tada! Hier kommen wir raus. Also müsste ja rein theoretisch die wilde Wasserwerft irgendwo hier in der Nähe des Schlossgartens sein. Naja. Wie dem auch sei. So, 74 Sterne. Den zweiten Bowser haben wir besiegt. Und wir können jetzt endlich in den dritten Stock hochgehen. Damit wäre der Keller und das Erdgeschoss abgeschlossen. Da würde ich sagen, mache ich jetzt hier Schluss. Und im nächsten Park kümmern wir uns um ganz da oben, um den dritten Stock. Bis dahin. Ciao.